zum neuen Kapitel Schmutzige Geheimnisse. Finde den Eingang in das Bund. Wo ist Madame Zhao Zhao? Ich will zum Haus der Blüten. Wenn ihr Schurken mich also überfallen wollt. Madame Zhao Zhao erwartet euch, Sir. Ich geleite euch persönlich zu ihr. Bitte folgt mir, Sir. Dieser eitle Gockel läuft schnurstracks zum Hühnerstall. Und ich bin der Fuchs. Ich fühle mich so bloßgestellt. Ups. Ich wollte da nur so ein bisschen durchlinsen. Garrett der Fuchs. Na gut. Ja. Ach, was haben wir denn da? Ein Wurfobjekt? Sehr gut. Was sollen Sie denn sonst mit Ihrer Zeit anfangen? Sollen Sie Ihr Gold zählen? Hätte ich ein Vermögen in Dayport und Mond im ist das da hinten was? Ja, irgendwas ist da. Ich weiß aber nicht, was das sein könnte. Ich werde krank. Das spüre ich. Warst du das gerade? Ich hab's auch gehört. Dann geht mal nachschauen. Geh du auch nachschauen. Hm? Was hast du vor? Dummer Typ. So. Ey. Was war das denn? Schmeißt jetzt hier noch jemand anderes mit Sachen. Ah, ich will da rein. Rein, schnell rein, schließ auf. Hey. Mach, mach, mach. Du da! Ach, zu spät. Ah. Hm? Einen stumpfen Pfeil sollte ich es nicht machen. Okay. Wo ist Madame Zhao Zhao? Ich will zum Haus der Blüten. Wenn ihr Schurken mich also überfallen wollt. Madame Zhao Zhao erwartet euch, Sir. Ich geleite euch persönlich zu ihr. Bitte folgt mir, Sir. Dieser eitle Gockel läuft schnurstracks zum Hühnerstall. Und ich bin der Fuchs. Ich möchte gerne mal wissen, ob ich das da unten, folge dem reichen Mann, ob das da unten, das da hinten irgendwie auch abschießen könnte. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich bin neugierig. Oh, ihr wisst. Endlich kann ich mein Schwert ziehen. Endlich kann ich mein Schwert ziehen. Vielleicht hab ich dich. Ah, nein, hast du nicht. Aber das ist fies. Lebendig Leute verbrennen, das ist dann doch ein Ticken zu viel. Sowas würde Garrett nicht machen. Nee. Außer er hätte keine andere Wahl. Machen wir das wie eben und hoffen, dass wir schneller in dieses Gitter reinkommen. Ich denke, das ist sinnvoll. Ja, Leute. Ich habe da gerade eine Flasche hingeworfen. Ihr seid Flaschen, ihr... Ich muss schlafen. Die Flaschen merken nicht, wenn eine Flasche an ihnen vorbeifliegt. Aber zum Glück ist da wohl noch eine. Kann ich nicht nehmen. Da komme ich doch gar nicht durch. Was ist das denn? Oh, das ist zugedingst. Käme ich da irgendwie hoch? Kann sich wahrscheinlich nicht da oben durchquetschen. Was mache ich denn jetzt? Probier es halt so nochmal. Dann direkt aufschrauben. Und ganz schnell da rein, bitte. Okay. Dann hat das ja auch so geklappt. Stolpert nicht, Sir. Bleibt immer im Licht. Ich wusste, Zhao Zhaos Freudenhaus steht an einem diskreten Ort, aber... Aber das? Es macht sich bezahlt, verborgen zu sein, Sir. Ja, bezahlen werde ich wohl. Hoffentlich ist das nicht die Schwere. Jetzt weiß ich nicht, wo die genau jetzt langlaufen. Ich habe sie nicht im Blick, ich habe sie nur gehört. Unter mir, oder? Ja. Das ist der reiche Fuzzi, dem wir folgen sollen. Ich möchte aber erstmal
An die Beuteranne unten. Komme ich da runter? Nein. Als wäre es eher so eine Art Geheimsymbol. Weil es sieht nicht aus, als hätte dieses Zeug irgendeinen Sinn da. Aber vielleicht hat es einen Sinn, den ich noch nicht kenne. Vielleicht habe ich heute ja Glück nach meiner Schicht. Da ist jetzt wieder so ein Feuerding, aber das ist. Nee, das ist doch viel zu fies. Da müssen wir gucken, wie wir anders vorbeikommen. Oh oh. Oh oh. Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Ich hätte echt gern vor dem Kapitel noch einen Händler gehabt. Kann ich jetzt das? Nein. Ich wollte da durchhuschen. Niemand da. Erst hier. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich verschont habe. Er ist weg. Wie ist er? Finde dich! Ja, das Gefühl, ich laufe im Kreis. Nee, doch nicht. Ich trage zwar Leder, aber ich glaube kaum, dass ich als Blüte durchgehen würde. Ich muss mich reinschleichen. Carol, den Lack und Leder, oder was? Oh, Leute. Oh, die Einladung? Oh, natürlich. Ich hatte hier bei mir. Soll ich mir jetzt die Einladung klauen, oder? Ich finde das blöde Ding nicht. Egal. Sir, tut mir leid, aber Madame Zhao Zhao besteht auf absolute Sicherheit. Kein Eintritt ohne Einladung. Tja, und das hättet ihr... Ich glaube, ich habe was gesehen. Okay, ich dachte mir schon, es wäre etwas zu dreist. Deswegen habe ich auch vorher gespeichert. Aus irgendwelchen Gründen hat es jetzt wieder nicht richtig gespeichert. Ich muss gerade mal gespielt 452. Das ist alles. Hä? Ja, wie ihr seht, ich muss leider jetzt nochmal von da aus machen. Ach, das gibt's doch nicht. Ich hatte auf F5 gedrückt. Ich habe es mir nicht eingebildet. So dumm wie Brot. Ja, toll, das hören sie jetzt wahrscheinlich. Ich kann eine Flasche an ihn vorbeiwerfen, aber wenn ich irgendwo eine umtrete, dann ist plötzlich die Hölle los. Der folgt mir doch jetzt nicht, oder? Nein. Unten rennen sie jetzt so ein bisschen aufgescheucht rum, hey, ist nicht blöd. Komm zurück! Okay, das ist auch eine Variante, wisst hier weiterzugehen. Wer ich bin? Nö, es interessiert mich auch nicht, wer du bist. Ha! Konnte mal wieder rutschen. Irgendetwas. Ich hab da was gesehen. Kommen wir jetzt von der anderen Seite. Ich hab doch so viel vor! Ich trage zwar Leder, aber ich glaube kaum, dass ich als Blüte durchgehen würde. Ich muss mich reinschleichen. Ha, und jetzt habe ich auch gesehen, wo es weitergeht. Das war doch jetzt in jeder Hinsicht besser, da lang zu gehen. Hat also ausnahmsweise mal nichts gemacht, dass das jetzt nicht geklappt hat. Mit dem Speichern. Da kommen wir nicht rein. Aber jetzt haben wir uns hinter diesen Eingangstür geschlichen. Und da ist noch Beute. Ich würde das eigentlich auch nicht so zum Haupteingang rein. Das wäre auch nicht so die super Idee, oder? Okay. Ach shit, aber in der Beute. Komme ich natürlich jetzt nicht mehr hoch. Dann, ja. Na gut, nehmen wir den
Tunnel hier. Ja. Ich sehe nämlich ein bisschen gerade an Batman oder so. Ach, da kann ich weiter. Okay. Und damit wären wir im Haus der Blüten angekommen. Nahrung werde ich gebrauchen können. Sind das keine Bilder, die wir mitnehmen wollen? Nö. Okay. Ich sollte erst in Madams Gemächern suchen. Dabei könnte ich mir gleich die Taschen vollstopfen. Ich glaube, ich habe meinen Vetter gesehen. Die Maske ist eine echte Verbesserung. Ich suche das Bordell nach Hinweisen. Oh, wie gemein. Erzählt mir von eurem Vetter. Oh, man kann da vorne den da oben den Dings um abschießen, den Kronleuchter. Das ist, Ding ist diese Lampe. Sehr fies. Okay, ja. Dann würde ich sagen, ich mache hier mal eine Pause. Kann ich wieder ein Stück zurückgehen? Ist mir doch lieber. Und dann werden wir die armen Prostituierten bestehlen und nach Hinweisen suchen beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.